Okay, was machen wir mit ihr? Sie hat tatsächlich ihre Sportsachen mitgenommen. PE bedeutet übrigens Physical Education. Das ist sowas wie Sportwissenschaft, ne? Hat also ihre Sachen mitgenommen, war aber dementsprechend unrespektvoll gegenüber einem Lehrer. Und sie hat aber immer stets ihre Sachen von der Schule, die sie ausgeliehen hat, wieder zurückgebracht. Was machen wir mit ihr? Zum Direktor? Lassen wir sie doch lieber gehen oder sprühen wir sie mit einem Feuerlöscher ab? Okay, das mit dem Feuerlöscher sollte vielleicht ein bisschen zu brutal sein, also lassen wir sie lieber einfach gehen, okay? Sie hat wahrscheinlich einfach nur einen kleinen, schlechten Tag gehabt, als da was Schlechtes passiert ist. Schauen wir mal bei dem hier vorbei. So, Raised Hand, also er hat immer seine Hand gehoben, als er im Unterricht war, Raised Hand in Lesson. Dann, er hat eine gute Attitude, also eine gute Grundeinstellung, aber er hat immer Kaugummi unter den Schreibtisch gesteckt. Hast du das getan? Wir lassen es nochmal gut gehen, weil du nämlich tatsächlich... Ach, er hat ja mehr gute Sachen getan als schlechte Sachen. Oh nein! Der Typ hat gerade versucht, das Mädchen zu schlagen. Na, 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 so geht das aber nicht. Ich glaube, es wird Zeit, dich zu schocken. Nimm das! Wow, wir haben einfach gerade als Lehrer einen Schüler geschockt. Okay, das muss nicht unbedingt sein. Aber wir haben auf jeden Fall $125 für diesen Schulalltag verdient. Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall eine echt gute Leistung als Lehrer. So ein Outfit brauchen wir tatsächlich. Aber wir lassen es jetzt erstmal. Okay, wir müssen jetzt erstmal unseren Unterricht vorbereiten. Okay, das bedeutet, wir drücken einfach mal drauf und müssen uns jetzt einfach mal ein Fach wieder aussuchen. Ne? Wir können entweder Business nehmen oder Science, also dementsprechend, ne, so ein bisschen Chemie. Oder wir können tatsächlich Essen nehmen. Oh, Essen. Nehmen wir Business, okay? So, das ist ihr Test. Das ist also ein Dollar. Okay, das ist korrekt. Dann haben wir hier Ice Cream für Eiscreme. Das ist korrekt. Dann haben wir 11 für die Zahl 11. Okay, nicht schlecht. Ist korrekt. Haben wir einen guten Kurs. Ja, ja, das ist perfekt. Sie können gehen. So, was haben wir da? 3 für 3. Okay, das sieht korrekt aus. Das können wir so durchgehen lassen. Dann haben wir hier eine 7 mit 7. 7. Das ist aber keine 7. Das ist eine 7. Das ist falsch, Kollege Schnürschuh. Tut mir wirklich leid. Coffee. Okay, das ist schon sehr einfach, weil nämlich da links tatsächlich auch schon Coffee dran steht. Aber ist okay, okay? Wir lassen es mal zählen. Wir lassen es mal zählen, Kumpel. Okay? Ist eine gute 2, die du bekommen hast. So. Sie hat hier Mocky statt Money hingeschrieben. Also würde ich mal sagen, das ist nicht ganz richtig. Es ist kein Mocky. Office für Büro. Okay, Office schreibt man mit Doppel-F. Das stimmt. Nehmen wir so hin. Oh, oh nein. Sie hat geschrieben Laptop. Oh nein, sie benutzt einen Laptop zu Hause. Aber es ist leider ein Laptop. Tut mir leid, meine Kleine. Das ist leider falsch. Es gibt leider eine 4. Oh nein, die Arme kriegt einfach eine 4. Wieder mal ein wunderbarer Tag als Lehrer. Wow. Okay, 97 Dollaronis haben wir uns mal wieder eingesteckt. Insgesamt haben wir wieder 426 Dollarinos. Ich weiß gar nicht, ob wir die für irgendwas anderes noch ausgeben können, aber wir gehen mal durch, okay? Was haben wir denn da alles so? Oh nein, da ist wieder ein Mädel. Was hat die denn gemacht? Sie hat ein anderes Kind tatsächlich gemobbt, okay? Dann, was hat sie noch gemacht? Sie war tatsächlich in der Schule. Sie hat die Klasse besucht, also participated in class. Und sie war aber sehr disrespektvoll und ungehörig in der Kantine. Ah, da würde ich mal sagen, da geht's aber schnell zum Direktor. Schnell aber. So, was ist mit... Die eine steht sogar schon so mit der Faust da und bedroht schon. Aber wir werden uns erstmal um dich kümmern. Hä? Auf den Boden gespuckt. Put chewing gum under the desk. Das heißt, du hast also unter den Tisch ebenfalls Kaugummi gepackt. Nein, nein, nein. Ab zum Direktor. Da kannst du noch sowas getan haben. Zu viele schlechte Sachen. So, hey. Ey, was? Das Mädchen, die sie gerade geärgert hat, beziehungsweise die sie gerade bedroht hat, war einfach genauso wie sie. Das machst du nie wieder, okay? Und jetzt gehst du. Okay, ich habe keinen Bock gehabt, Werbung zu gucken, weil nur wenn man Werbung guckt, kann man den Bulli bestrafen. Das ist so dumm gemacht. Oh, okay, wir gehen weiter. Es geht an eine weitere Klasse. Okay, wir gehen weiter. Was haben wir da? Food. Okay, Food brauchen wir nicht. Das war gerade vorhin TV und Film oder Geografie. Okay, lass uns mal TV
und Film nehmen. Mal gucken, wie gut ich mich mit den Stars auskenne. Okay, TV und Film. Ein neues Testergebnis. So, das hier ist ein Adventure-Film. Okay, so eine Landkarte kann auch ein Abenteuerfilm bedeuten. Ja, das stimmt schon. So, das ist eine Videokassette. Das stimmt. Eine Videokassette war vor der CD. Und das hier könnte zu einem Horrorfilm passen. Oder eher zu einem Geisterfilm, aber das passt auch. So, schön, in Ordnung. Ist ein bisschen komische Antworten, aber wir nehmen es mal hin. Okay, so. Das hier ist kein Director's Chair. Ein Director's Chair ist das hier, okay? Und das ist einfach nur ein Tonaufnahme-Bandmaschine. Hä? Ein Beamer, okay? Nee, das ist kein Beamer direkt. Doch, das ist eigentlich wie so ein Filmbeamer, okay? Deswegen, das stimmt leider. Tut mir leid. Ey! Hey! Das ist ein Kreuz gewesen, das war kein Häkchen. Oh Mann, jetzt hat er das als Kreuz. Das hier ist ein Thriller-Film. Nein, das ist kein Thriller-Film. Hey, was? Hey, der nimmt meine Sachen falsch. Ich wollte gerade ein Kreuz zeigen. Oh Mann. Ich kann es hier zum Glück löschen. So sieht's nämlich aus im Schneckenhaus. So, zweimal falsch. So, und das hier ist auch kein Cartoon-Film, das ist ein Musikfilm, wenn man sich das genauer sieht. Meine Güte, weg damit. Das geht doch gar nicht. So, was haben wir da? Da ist ein Superman drauf und er schreibt, das ist ein Musical-Film. Nee, das ist ein Superheld-Film. Das hier ist ein Knight, okay? Man spricht es nicht Knight aus, sondern Knight. Und das bedeutet dementsprechend Ritter. Und das ist ein Ritterfilm. Ja, das ist ein richtiger Ritter. Und so eine Pistole, ja Mann, das ist ein Actionfilm, okay? Da wird richtig geschossen, das ist ein Actionfilm. Da gehören Pistolen dazu. Ein Klassiker. So, oh, was für eine schöne Klasse. Oh, drei ganze Schüler haben sich bei mir korrigieren lassen. Warum auch immer wir immer nur drei Schüler haben. Und außerdem, wo soll ich eigentlich mein ganzes Geld hinbringen? Naja, egal. Klassenarbeit. Wir schreiben eine Klassenarbeit. Wer ist Frodos bester Freund? Ich habe keine Ahnung, wer Frodos bester Freund ist, aber meine Schüler wissen es bestimmt besser. Du da hinten. Samwise Gamgee. Nein. Bad choice. Was? Nein, das war falsch. Okay. Wer ist der Hauptcharakter von der Schönen und das Biest? Okay, du hier vorne. Ha? Huh? Jasmine? Ist es Jasmine? Ich weiß es nicht. Ist es nicht das Biest? Jasmine und das Biest? Die Schöne und das Biest? Ich weiß es nicht. Ja, ist richtig. Nein, ich hab zweimal falsch. Ich bin so ein schlechter Lehrer. Ist denn die Hauptdarstellerin von der Schönen und das Biest? Ich kenne nur dieses Biest. Aber wer ist die Schöne? Weiß ich gar nicht. Aber hier steht die Antwort. Ich hab's nicht gewusst. Oh, es gibt ein neues Spiel. Neues Spiel. Yeah, Mann. Oh, wir haben genug Geld gesammelt. Fight Stopping. Oh mein Gott, jetzt werden die Kinder einfach kämpfen. Die Kinder werden jetzt einfach richtig kämpfen. Das wird so wild. So, Geografie, Science hier. Science hatten wir jetzt noch nicht. Okay, komm. Was? Break it up. Oh mein Gott. Wir sind einfach im Chemieunterricht und da haben einfach zwei Kinder angefangen zu kämpfen. Was mache ich? Soll ich einfach sagen, stopp? Oder soll ich einfach das Spray nehmen? Ich nehme das Spray. So, ihr beiden, ich habe hier einen Feuerlöscher in der Hand und ich weigere mich nicht, ihn zu benutzen. Oh Gott, ich treffe nicht. Oh, meine Güte, der sprüht aber überall hin. Hui, okay. Machen wir die hier mal richtig schneeweiß, die beiden, ne? Jetzt seht ihr gleich beide aus wie so Schneemänner. Wow, die sehen jetzt aus wie so Marshmallows. Wir gehen weiter. Was haben wir da? Zeichne das menschliche Gehirn. The human brain. Und er hat mir eine Lunge gezeichnet. Du hast mir eine Lunge gezeichnet, obwohl du mir... Nein, das geht nicht. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist kein Gehirn. Okay, schau dir mal dein Gehirn mal lieber selber an. So, was hast du gezeichnet? Okay. Zeichne einen Triceratops. Okay, Triceratops. Ja, das sieht schon gut aus. Das ist ein richtig schöner Triceratops. Ja. So, und du zeig mal, was hast du. Zeichne einen Tyrannosaurus Rex. Okay. Ich würde zwar sagen, dem fehlen hier so ein bisschen noch so die Zähne. Hä? Was? Es hat funktioniert!
Oh, ich habe dem einfach gerade nur die Zähne gemalt und es war einfach richtig. Was? Wow, das war ein echt guter Tag. Ich hätte nicht gedacht, dass es so kommt. So, kommen wir zum mündlichen Teil, meine lieben Schüler. Okay, was bekommt man hier eigentlich für VIP nochmal? Was ist das hier? Was? 6,99 Euro die Woche? Hä? Oder 18,99 Euro im Monat? Warum sollte man das hier im Monat bezahlen? Das ist so ein Abzockerspiel. Kauft da gar nichts. Ein Abzockerspiel, wirklich. Wir fragen mal die Klasse, wie es der geht. Was haben wir zu 71% auf der Erde verteilt? Hä, Schüler? Du da hinten? Wald? Wald? Nein, natürlich nicht Wald. Es ist Water. Oder? Du da vorne. Weißt du es besser? Water? Ja, es ist Water. Wasser. Alla agua. Vada. Oder wie auch immer man das sagen möchte. Es ist Wasser. Deswegen, gut, du da hinten im türkisen Kleid. So, wie viele Planeten haben wir in unserem Solarsystem? Jeder, wer hat Solar Smash von denen gespielt? Solar Smash, du da vorne hast du Solar Smash gespielt. 12? Gute Frage, ich weiß es gerade gar nicht. Aber nein, 12 ist zu viel. 12 ist zu viel. Es sind weniger. Du da hinten? 4? Nein! 4? Was heißt hier denn? Sofort hinsetzen. Sofort hinsetzen. So, du da vorne. 8? Ja! Exzellente! Es sind nämlich genau 8 Stück. So, Lichen. Damit haben wir eine sehr schlaue Klasse mal wieder etwas weitergebracht. Und ein Super Mario Outfit bekommen. Atemberaubend. Meine werten Damen und Herren, ich bin raus. Ich habe keinen Bock mehr, Lehrer zu sein. Das ist mir zu anstrengend. Hier Lehrer zu sein. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Und schaut unter shop.arizo.de vorbei. Ciao.